Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie Seven Days to Die. Und während alle auf die Alpha 20 warten, spielen wir nochmal die Alpha 19, um uns ein bisschen die Wartezeit zu verkürzen. Wir spielen normales Survival, allerdings nur mit einem Leben oder auch Permadeath genannt. Soll heißen, wenn ich sterbe, dann ist die Staffel zu Ende. Was bei meinem Talent sehr schnell gehen könnte. Was die Settings angeht, wir sind natürlich auf einer Zufallskarte und passend zur Uhrzeit auf dem Kalender ist der Seed Bundestagswahl. Als Schwierigkeitsgrad haben wir Überlebenskünstler. Die Zombie-Horden kommen alle 4 Tage statt alle 7 Tage. Und die Größe der Horden war auf das Maximum 64 gestellt. Ansonsten bleibt alles auf Default-Settings. So, und ich kümmere mich jetzt erstmal um die Anfangsquest, denn die müssen wir machen, denn wir wollen ja wissen, wo unser erster Händler ist. Die Notiz kann raus, der Gebietsschutzblock, den brauchen wir jetzt auch nicht und den Rest, das Essen und so, das kommt jetzt erstmal ins Inventar, damit wir hier Platz haben. So, den Schlafsack müssen wir hier hinlegen. Und dann baue ich mir den auch wieder auseinander, weil der verschwindet mir jetzt Platz im Inventar. Was will er als nächstes? Steine sammeln. Oh, hier gibt es eine Tasche. Mit ein bisschen Essen. Sehr schön. Dann machen wir die Steinaxt. Als nächstes gibt es die Pflanzenfaserhose, Pflanzenfaserhemden. So, dann können wir die Zeit mal nutzen, uns umzugucken. Ich kann hier leider noch keine Stadt erkennen. Da müssen wir wohl einfach mal ein bisschen laufen. Ziehen wir die beiden Sachen an. Bauen den Holzknüppel und weiter geht's. So, als nächstes Pfeil und Bogen. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Holz und ein paar Federn. Jetzt Holz haben wir schon genug. Wobei wir werden sowieso ein bisschen Holz brauchen, also nehme ich gleich mal diesen Baum hier mit. Und jetzt wäre es noch schön, ein Vogelnest zu finden. Gehen wir mal hier hoch. Dann können wir vielleicht ein bisschen besser sehen. Und da ist eins. Schlagen wir das noch kaputt, weil das gibt noch ein bisschen extra Federn. So, dann müssen wir hier alles bauen können. Paar Pfeile, paar Federn, Bogen und ein paar Pfeile so rum. Knüppel auch hier unten rein. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt brauchen wir Holzrahmenblöcke. Ich mache gleich mal 20 Stück, weil die werden wir sowieso brauchen. Dann stellen wir hier einen hin, upgraden. Und dann müsste jetzt nur noch das Lagerfeuer fehlen. Dafür brauchen wir wieder Steine. Ja, hier nehmen wir doch mal hiervon ein bisschen was. Das geht ja mit der Holzaxt ganz gut. Sollte genug sein, bauen wir das Lagerfeuer. Das nehme ich wieder mit. Ich will meine Steine nämlich wieder haben. Und dann ist der Trader in 900 Metern. Uff, das ist dann doch etwas weiter, als ich dachte. Aber es ist wichtig, dass wir da hinkommen heute, weil die Ziele für heute sind auf jeden Fall einmal zum Trader. Mal Hallo sagen, gucken, was er so im Angebot hat. Und dann möchte ich mir auf jeden Fall neben dem Trader oder zumindest in der Nähe ein Häuschen suchen. Und zwar ein möglichst kleines. Denn ein kleines Haus kann ich auf jeden Fall gerade im Early Game besser verteidigen, besser anpassen und besser leerräumen. Normalerweise kann man den Weg zum Trader immer nutzen, um irgendwas Sinnvolles zu looten, aber der schickt einen hier wirklich mitten durch die Pampa, ey. Das ist unfassbar.
So, das Haus hier will ich jetzt nicht looten, weil ich will mich noch bewegen können. Wenn ich das Haus hier loote, dann habe ich ein volles Inventar und das wollen wir jetzt nicht. Okay, hier scheint die Stadt anzufangen. Okay, und hier am Stadtrand ist auch gleich der Trader. Am besten zuerst looten. Oh, nett, gleich Chemiestation Bauplan. Nehme ich gerne. Was gibt's hier? Ein bisschen Lehm, ein bisschen Beton. Level 2 Schaufel. Cool, müssen wir keine bauen. Ich glaube, das war es schon. Viel hat er hier nicht zum Looten. Aber er hat ein Buchregal. Okay, Fahrradfahrwerk und lerne, wie du Särge, Knochen und Schmuck und wertvolle Gegenstände plünderst. Naja, gut. Kann auch nicht schaden. So, was haben wir hier? Schneebeere. Weggesnackt. So, hast du irgendwas Tolles im Angebot, was wir bis Tag 4 kaufen wollen? Totengräber-Mod wäre nett. Ah, 6 Eier. Sonst nichts. Gibt's hier was? Erste-Hilfe-Verband Bauplan wäre auch ganz gut. Aber erstmal nichts Wichtiges. Okay. Oh, my Dann gib mir apologies. doch mal einen Check back again Quest. and I may have what you're looking for. Vergrabene Vorräte Would you 400 kindly? Meter. It's rare to Nimbe. find honor. So. Dann beginnt jetzt die Suche nach einem Häuschen. Ich suche nach was mit einem möglichst kleinen Grundriss. Denn ich will ja da nur wohnen. Ich will ja keine Horde bekämpfen. Die Horde-Base, um die kümmern wir uns dann später. Oh, Klebeband, sehr gut. Denn wir brauchen 3 Klebeband für die Schmiede. Es wäre natürlich super, wenn wir die Schmiede diese Nacht schon craften können. Apropos Schmiede. Lass uns gleich mal die Skillpunkte verteilen. Da würde ich sagen, bleiben wir einfach beim Knüppel. Können diesen Zweig hier aufwerten. Oh, damit mir die Ausdauer nicht so mies in die Karten spielt, würde ich sagen, gehen wir auch hier sexueller Tyrannosaurus rein. Und dann wollen wir auf jeden Fall die Schmiede freischalten als Rezept. Und den letzten Punkt geben wir auch gleich bei Intelligenz rein, weil ich möchte auf jeden Fall so schnell wie möglich zum Minimotorrad kommen. Und dafür brauche ich auch hier Level 2, um die Werkbank zu bauen. Das wären dann so die nächsten Ziele, nachdem wir unser Häuschen gefunden haben. So, was gibt's hier im Auto? Ein Rohr, ein paar Federn, ein Glas Wasser ohne Inhalt. Das hier sieht doch nett aus. Oder geht das hier um die Ecke? Ah, ist vielleicht doch ein bisschen groß. Vielleicht finden wir noch was. Oh, hier ist doch was Kleines. Und hier gibt es doch auch diesen Untergrundkomplex, wenn man hier hinten reingeht. Aber ich glaube, da ist eine verstärkte Tür unten. Da kommt man so ohne weiteres nicht rein. Hier ist nicht mal ein Zombie drin. Ja gut, könnten wir nehmen. Aber wir schauen erstmal weiter. Vielleicht gibt es noch was Besseres. Hier ist eine Werkbank und ein Zementmischer. Beides leider kaputt. Oh, Level 2 Axt, sehr gut. Nehme ich die doch mit. Und ein Zementmischer-Bauplan. Na, willst du mir ein bisschen XP geben? Das finde ich ja nett von dir. Sechs Knochen bekommen, das heißt, wir können uns ein Knochenmesser machen.
Was gibt's hier? Papier. Ob man sich hier einquartiert? Hat zumindest schon mal Eisenwände, soweit ich sehe. Hat keinen allzu großen Grundriss, oder? Könnte man machen. Ich habe noch nie in diesem Haus gelebt und eine kleine Wohnung oder Base gebaut. Ich glaube, das mache ich mal. Ja, ich glaube, hier bleiben wir. Gut, dann räumen wir das erstmal leer. Hier sind sicherlich Bauarbeiter-Zombies. Nichts gehört. Fucking Ninja-Bauarbeiter. Noch 4 Dietriche. Sehr schön. Jetzt schauen wir erstmal, ob hier oben noch irgendwas ist. Irgendjemand. Ne, ich glaube nicht, aber eine Kiste müsste hier oben noch sein. Ja, da, genau. Noch eine Level 2 Schaufel haben wir schon und Stahlwerkzeugteile. Oh, oh no. Ach, ich bin so ein Profi. Gut, aber ist nur verstaucht. Können wir jetzt eh nichts machen. Ja, dann würde ich das jetzt erstmal hier provisorisch fixen, dieses Loch. Mehr kann man ja gar nicht machen. Was ist das hier für ein Material? Also hier auf jeden Fall Eisen. Aber diese kaputten hier sind kein Eisen. Die sind aus Holz. Interessant. Okay, das können wir machen. Wenn die Nacht bevorsteht oder wenn schon die Nacht ist, dann können wir das hier alles fixen. Und dann gibt es hier noch eine Tür, die kann man aber schließen. Und dann haben wir nur noch diese Garagentor. Okay. Na gut, das lässt sich auch relativ leicht schließen. Ich glaube, hier bauen wir auch dann unsere Haupttür hin. Und eine Klappe. So, falls hier Besuch kommt, kann man die Klappe einfach aufmachen. Okay, mehr können wir erstmal nicht machen. Und da hinten trommelt irgendeiner gegen die Wand. Gut, ich sag mal, hier unten aufzuräumen, zu looten, das ganze Zement hier wegzuschaufeln, das können wir alles in der Nacht machen. Jetzt würde ich erstmal die Zeit nutzen, um noch diesen Trailer-Quest zu machen. Und vielleicht schaffen wir dann noch ein Haus zu looten. Oh, aber bevor wir gehen, baue ich erstmal eine Truhe und wundere mich, dass ich kein Holz mehr habe. Gut, dann holen wir uns eben Holz. Okay, es müsste mehr als genug sein, um eine Truhe zu bauen. Denn ich will erstmal mein ganzes Loot hier irgendwie wegstecken. Müssen wir jetzt nicht mit rumtragen. So, das ganze Loot außer das Wasser werde ich mal sofort trinken. Die Dose Chili werde ich auch aufessen. Die Lockpicks nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Steine und die Federn, daraus werden wir gleich neue Pfeile machen. Und das war's. Das kann hier bleiben. Und los geht's. Ja, machen wir noch die Pfeile. Ich werde mal hier diese Steinhäubchen mitnehmen.
Weil man hier relativ viel Stein bekommt, wenn man so einen ganzen Stapel hier abbaut. Denn für die Schmiede, die wir vielleicht heute Nacht schon bauen können, brauchen wir auf jeden Fall 50 Stein. Und ich brauche ja auch Stein zum Reparieren ständig. Insofern ist das, denke ich mal, eine ganz gute Idee. So, das soll erstmal reichen. Na, was gibt's denn hier drin zu finden? Ein paar Federn. Gute Nacht. Und da sind wir auch schon. Da hinten läuft einer rum. Aber ich glaube, der interessiert sich gerade nicht für uns. Dann würde ich sagen, buddeln wir einfach mal los. Oh, da ist er. Okay, das hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber immerhin haben wir viel Leben bekommen. Das ist auch ganz gut. So. Okay. So, kümmern wir uns eben um die hier. Ich gesehen, dass da noch einer war. Gut, das waren mehr als ich erwartet habe. Aber so wild war es auch nicht. Okay. Wir gehen zurück zum Trader, geben den Quest ab, gucken, was er für uns als Belohnung hat. Und dann haben wir auch ein bisschen Geld. Vielleicht können wir noch irgendwas kaufen. Und auf dem Rückweg schauen wir dann, dass wir noch irgendein Haus looten. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es in dem Haus hier keine Zombies. Das heißt, wir schauen hier mal rein. Oh, gekochter Maiskolbenrezept. Ein bisschen Wasser. Thunfisch. Kochtopf. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und ein Schraubenschlüssel. Ah, die Dosen brauche ich nicht. Den Schraubenschlüssel kann ich gleich hier unten reinmachen. Das können wir gleich lernen. Weil die hier mit, das gibt ein bisschen Leder. Das Feuer hier können wir auch mitnehmen. Das gibt Kohle. Hier so aus, als ob es hier ein Geheimnis gibt, aber scheinbar nicht. Gut, dann schauen wir uns oben noch mal um. Mein Gott. Oh, ein Hütchen. Mal gleich mal anziehen. Da man für die Schmiede auch solche Röhren braucht, ich weiß gar nicht, wie die heißen auf Deutsch. Ich glaube, die kriegt man von hier. Ja, genau. Eisenrohre wahrscheinlich. Pilz-Samenrezept. Ja, hier, kurzes Eisenrohr, genau. Ich glaube, die brauchen wir auch für die Schmiede. Na, hier ist noch ein Bett. Sehr gut, dann müssten wir unsere Eisenrohre zusammen haben. Ich glaube, man braucht 3 oder 4. Ja. Super. Könnte dann nur sein, dass wir nicht genug Klebeband haben.
Wäschekorb mit einem Puffermantel. Nicht zum Trockner. Oh, hier ist noch ein Bett. Kopftuch. Können wir gleich mal tragen. Und was gibt's hier? Schrotflinten nutzen sich 20% langsamer ab. Sehr gerne. So, der letzte Raum. Ein paar Vitamine. Und hier gibt es einen Haufen Knochen. Oh, dann können wir doch, dann können wir auf jeden Fall die Schmiede bauen, denke ich. Denn aus dem Knochen kann man Kleber machen, aus dem Kleber kann man Klebeband machen. Ich werde die Erste-Hilfe-Verbände nehmen. Für den Mod habe ich gerade keine Verwendung. Und eine neue Quest würde ich dann erst morgen holen, weil die sind mir alle zu weit weg. Wir haben 560. Wir können hier ein bisschen was verkaufen. Das können wir verkaufen. Ja, das können wir auch verkaufen. Und Stahlrüstungsteile werden wir jetzt erstmal auch nicht benötigen. Gut, dann haben wir 770. Ah, super, du hast ja eine Level 1 Schrotflinte. Her damit. Her damit. Gräbermut kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Aber ich nehme einfach noch die Eier mit. So, das reicht. Schauen wir nochmal in den Automaten rein. Ich glaube, wir nehmen die mit, wenn wir eben das erste Mal ordentlich was verkaufen, dann hilft uns das auf jeden Fall weiter. Ist doch ganz gut gelaufen für den ersten Tag. So, wenn wir schon mal hier sind und einen Schraubendreher haben, dann können wir auch gleich dieses Auto hier auseinandernehmen. Vielleicht haben wir ja Glück. Kriegen einen Motor oder eine Batterie. Ja, Motor oder Batterie oder halt einfach beides. So, ich packe eben das Loot weg und dann werden wir uns mal an die Arbeit machen, hier die Löcher zu stopfen und dieses ganze Zement hier wegzuschippen. Okay, das sollte für die Stelle erstmal reichen. Dann geht's jetzt auf der anderen Seite weiter. Oh, Besuch. Sie hier rein. Oh. Okay, ist noch eine Tür. Ich glaube, die Tür brauchen wir grundsätzlich nicht. Das heißt, ich hau die gleich raus. Fixen wir das Loch hier noch. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier ist einfach noch so eine unnütze Tür. Die wird auch entfernt. Soweit so gut. Den Müll hier weg. Hier gibt es noch Zement. Liegt hier hinten nicht immer irgendwas drin? Nö. Scheinbar nicht. Okay. Dann kümmern wir uns ums Crafting. Was brauchen wir für die Schmiede? Die kurzen Eisenrohre. Dort den Lehmboden, Steine haben wir, Leder brauchen wir und Klebeband.
Ich weiß aber, dass wir auch Knochen. Ah, hier hatten wir Knochen. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal ein Lagerfeuer machen. Und den Kochtopf brauchen wir auch. So, genau. Topf rein. Holz rein. Und dann müssten wir doch. Ach ja, wir brauchen ja auch noch Wasser dafür. Da haben wir immerhin fünf. Dann machen wir einen Kleber. Einer reicht hier in dem Fall, denn zusammen mit Stofffetzen können wir dann damit Klebeband machen. Einmal Kleber und dann gibt es einmal Klebeband. Da müssen wir die Schmiede bauen können. Ganz genau. Puh, selbst das Leder reicht ganz genau. So, da ist die Schmiede fertig. Werde sie jetzt einfach mal. Ja, wo stelle ich sie hin? Vielleicht einfach hier drauf. Und dann werde ich mich jetzt darum kümmern, das ganze Eisen einzuschmelzen, was wir haben. Den Lehm natürlich. Und werde dann mal versuchen, hier ein bisschen nach unten zu graben irgendwo. 1500 Hitpoints, ja gut. Aber mit der Zeit kommt man ja durch, damit wir einfach so eine kleine Untergrundmine schon mal anfangen können für die Nacht. Ja, wenn noch irgendwas passiert, dann schneide ich es mit rein. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder.